Ich glaube, dieses Geräusch hat man, was jetzt hier gleich unten kommt, das haben wir, glaube ich, in Irland relativ oft mal gehört, wenn irgendwie so was Geisterhaftes kam, so was Gruseliges. Okay. Wenn die Wechselbälge aus ihren Verstecken kamen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Also an den Stangen können wir vielleicht irgendwie uns dranhängen. So, damit wir das nicht alles nochmal machen müssen. Ah, da können wir Gott sei Dank dran klettern. Ja, gucken wir doch mal, wie weit es jetzt hier geht. Aha, das sehen wir schon. Da sind es zwei Aufzüge oder sind es nur zwei Plattformen? Ah, das war eine Schräge. Das hat man nicht gesehen. Ja, ich finde es auch toll, dass jetzt hier. Ach so, nee, doch nicht. Das hatte so den Eindruck gemacht, dass wir jetzt eine andere Soundkulisse haben, die ein bisschen nach was Größerem wirkt. Und ja, das ist ja echt fies. Man sieht es halt einfach nicht. Okay, dann springen wir einfach mal rückwärts. Ja. Das ist schon heftig. Dann habe ich eine Befürchtung, wie das Ganze jetzt hier ablaufen muss. Oh Gott, das kriege ich doch nie im Leben hin. Nein, verdammt. Ich muss noch ein Stückchen zur Seite. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, Mädchen. Okay, wir müssen dort irgendwie in die Mitte. Genau, sehr schön. Und dann können wir das Ganze rein theoretisch auch schon von hier aus machen. Genau. Fiese Sache, ne? Okay, jetzt können wir hier nach unten. Das ist offensichtlich ebener Boden. Und da ist ein Geheimnis. Ja. Das bedeutet nämlich, dass wir diesen Weg eigentlich gar nicht nach unten gehen müssen an dieser Stelle, sondern nach oben. Aber wir haben ja schon gesehen, also der der Fahrstuhlschacht ist sehr, sehr groß. Und da sind auch noch irgendwelche Gitter und irgendwelche anderen Gänge und Sachen. Und da zum Beispiel, da steht eine Chloroformflasche, wenn ich das richtig sehe. Da kommen wir also noch mal irgendwann hin. Ich glaube auch nicht, dass sie das macht. Obwohl, wir können uns, glaube ich, hier an der Stange festhalten. Es würde funktionieren. Oh, das verwirrt mich gerade alles. Ah, das war auch, glaube ich, gar nicht so einfach, da ranzukommen, oder? Okay. Genau. Ja, das tun wir uns jetzt nicht an.
So müsste es doch gehen. Ja, sehr schön, sehr schön. Unser erstes Geheimnis in diesem Level. Das tut gut. So. Ja, rauskommen ist, glaube ich, relativ einfach, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir könnten da jetzt hoch. Ach Gott. Das macht wieder die Perspektive nicht so richtig mit. Ah ja, dann könnten wir von dort aus auf das Gitter drauf springen. Und dann könnten wir da irgendwie nach oben. Das würde, glaube ich, gehen. Die Frage ist, können wir denn von hier aus irgendwie noch weiter nach unten? Mithilfe dieser Stangen hier. Oder sind die Stangen nur zu Zierde? Okay, also mit der Stange macht sie offensichtlich nichts. Dann wird es mit den anderen Stangen auch nicht viel anders sein. Na gut. Okay, nee, und das ist definitiv zu hoch, um sich dann daran festzuhalten. An diesen Stangen. Okay, ja, dann wollen wir mal wieder nach oben. Dann gehen wir mal wieder nach oben. So, von dort sind wir gekommen. Das muss schon echt derbe anstrengend sein. Aber was Lara so macht, das ist ja sowieso alles ein bisschen... Oh, da sind wir auch direkt neben einem Fahrstuhl. Das ist doch schön. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder rückwärts springen. Na toll. Das was wird? Ich weiß es nicht. Ja, das hat geklappt. Ah, okay. Ja, wir wollen jetzt... Also das Beste wäre natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwie... Ach du Scheiße. Daran kann ich mich erinnern. Wir sind oben angekommen. Also es ist, nachdem wir die Iris eingesammelt haben, ist nicht so ganz klar, in welchem Stock wir dann waren. Aber das, also das finde ich halt perspektivisch absolut krass gemacht. Also es ist natürlich so ein bisschen schwachsinnig, aber soll halt einfach andeuten, dass es immer noch endlos weit nach oben sich zieht. Und das ist irgendwie, ich finde das total creepy. Also ja, wir wissen, was es darstellen soll, aber trotzdem, so von der Umsetzung her, ist es einfach nur creepy. Okay, wir haben das Geheimnis. Also wird es dann sicherlich jetzt hier weitergehen. Ja. Gut. Das heißt, wir müssen Anlauf nehmen. Okay, das wollte ich doch nur wissen. Oh Gott, auch schon ewig her, dass ich das gemacht habe. Wie war denn das jetzt? Das hat erstmal ganz gut funktioniert. Oh, wir hören es wieder knistern. Klingt eigentlich wieder nach irgendeiner aktiven Laserfalle. Kann aber auch bedeuten, dass wir uns jetzt direkt hier daneben befinden, wo wir vorher waren. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es wieder so läuft. Okay, wie machen wir das am besten? Wir wollen uns daran festhalten. So müsste es doch gehen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und da ist die Klappe. Sehr schön, wir haben es geschafft.
So, wir gucken uns jetzt natürlich nochmal hier ein bisschen um. Eigentlich will ich dieses Albtraumbild mir da oben nicht nochmal angucken. Also. Ganz offensichtlich ist hier irgendwas ein bisschen defekt. Das ist natürlich nicht so toll. Was ist das hier für ein Block? Der hängt da einfach nur so dazwischen. Ja, ich finde es immer total spannend, so ein Eingeweiden von irgendeinem Technologiekonzern herumzukreuchen und zu fleuchen. Das fand ich auch schon bei Portage total cool. Okay. Dann machen wir mal hier auf. Achso. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich hier nur sehr vorsichtig zu bewegen. Liegt da irgendwas drin? Nein, einfach nur ein großer Aufzug. Aber da hinten liegt noch was, oder? Nee. Doch. Ha. Ja, da kommen wir nicht noch weiter nach oben. Ansonsten ist hier nichts weiter. Okay. Nicht nach unten fallen, liebe Lara. Gut. Ups. Okay. Ja, irgendwie ist es jetzt hier nicht so erbaulich. Oh. So, wir gucken mal kurz. Achso, ich kann eh noch nicht gucken, weil. Ja. Ach du Scheiße. Sind die Laserfallen noch da? Ja, und er steht aber davor. Das heißt, ich kann ihn noch beseitigen. Wir sind immer noch im 13. Stock. Ja, was habe ich denn erwartet? Okay, da ist ein weiterer Aufzug. Ja, stimmt, den haben wir ja von außen gerade gesehen. Ich Dummerchen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wenn er da so rumsteht, müssen wir den bestimmt beseitigen. Das ist jetzt meine Vermutung. Also das können wir ohnehin schon mal kombinieren. Das brauchen wir eh irgendwann. Also nicht, dass wir da mal irgendwie durch müssten oder so, aber ich habe das Gefühl, das kann nicht schaden. Sie macht es nicht. Sie macht es nicht. Sie macht es nicht. Genau, schreiben einfach mal No ins Gesicht. Aber krass, wie nah man sich an ihn ranbewegen kann, ohne dass er einen bemerkt. Hier hinten noch irgendwas? Nein. Okay. Gut, dann haben wir jetzt die Wahl, ob wir jetzt mit diesem etwas defekten Aufzug fahren oder ob wir den anderen öffnen können. Probieren wir das doch mal aus. Ja, wir können auch mit dem anderen fahren. Ich würde es aber trotzdem gerne mal ausprobieren, was denn hier passiert. Nichts. Aber er geht auch nicht wieder auf, wollte ich gerade sagen. Okay. Ja, das Spiel möchte, dass wir mit diesem Aufzug fahren. Okay, damit bin ich einverstanden. Damit bin ich einverstanden.